Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Overview. Ja, liebe Freunde, wie ihr es schon im Titel gelesen habt, soll es um die neuen Events gehen, die besonderen Ereignisse, die auf den vier Karten stattfinden. Ich habe mich mal im Stream hingesetzt und einfach mal ein bisschen gespielt, bisschen auf Aufnahme gedrückt und alle Events mal, die so passieren, für euch sozusagen aufgenommen. Das heißt, ihr seid nicht überrascht, sondern seht, was passiert jetzt. Ja, lasst doch gerne ein Like da und kommentiert rein, welche von diesen vier Karten ihr am krassesten findet mit der Änderung. Meine persönliche ist Himmelsdorf oder vielleicht sogar Sicherer Hafen. Alle anderen Änderungen oder Events, die passieren, sind ja okay im Großen und Ganzen. Aber ich sage viel Spaß mit dem Video und ab dafür. So, hier geht das Event los. Hier in diesem kompletten Bereich, da stürzt es ab. Wuff. Alles, was hier drin ist, würde kaputt gehen. Und jetzt mittlerweile können die jetzt von hier oben, achtet drauf, hier runterfahren. Seht ihr das? Hier runter können die auch droppen, hier reinfahren. Das ist halt schon echt crazy. Jetzt hat man hier so einen kleinen Haufen. Der kommt gerade. Mal gucken, wie wir den countern können. Ich glaube, hier werden wir den nicht unbedingt countern können, hier vorne. Das ist hier crazy. Also sieht schon sehr geil aus. Macht, wie gesagt, wieder was Neues. Denn die Runde läuft jetzt nicht unbedingt so gut. Und der WZ kommt über die Mitte. Aber Stunde eingezielt hat er. Ja. So, also hier noch 8 Sekunden nachladen. Können wir den RV rausnehmen. Wir gucken gerade mal wohin. Er guckt nicht zu uns. Schon mal sehr gut. Den nehmen wir jetzt gleich einfach mal mit hier. So, jetzt ist er auch hier runtergeploppt. Oh. Die Maus wird auch nicht mehr lange durchhalten. Ich meine, es ist cool, dass so ein Zeppelin hier liegt, definitiv. Aber muss man sich erstmal komplett dran gewöhnen. Und es ist natürlich sehr schade, dass man das jetzt aktuell nur in diesem Recon-Mission-Modus ausprobieren kann. Und halt eben nicht, wie ich es gerne hätte, in dem Übungsraum, dass man sich das mal ganz in Ruhe alles angucken kann. So, der wird doch gleich wieder verschießen hier. Oder nicht, okay. Ja, würde ich sagen, tschüss. So, gucken wir, ob wir auf die Fratz kriegen. Der B piekt genauso hier. Ach du Alarm. Ja, du kriegst den, oh, stark. Oh, da hupt schon jemand. Ich höre es schon hupen, Jungs. So, da kommt der Tanker. Achtung, Event fängt an. Passt auf, was gleich passiert. Okay, der will jetzt hier über die Brücke fahren. Oder was? Der will er nicht. Oh, da oben steht der B. Okay. So, Achtung, Event kommt. Uff, Brücke kaputt. So, jetzt können wir hier rein. Jetzt können wir rein. Jetzt können wir rein. Oh, Mate. Lass mich doch mal rein. So, tschakka. Jetzt ist das Ding hier komplett da. Ja, auf was wartest du denn jetzt? Genau. So, das heißt, die Brücke ist komplett geblockt. Jetzt können wir nur noch hier unten lang spielen. Alle ziehen hier runter. So, und hier sind auch diese Kisten, die man mitnehmen kann. Ich würde mir jetzt aber gerne den 50B erstmal jetzt mal hier oben. So. Natürlich relativ blöd, wenn man die Seite nicht verdeckt hat. Hier ist so viel los. Na gut, das bringt ja nichts. Hätte
Ach komm, ist mir jetzt auch wurscht. Ich fahre jetzt hier ein Stückchen vor. Wo sind hier mal den B rechts? Du Scheiße. Also hier die Leute, du raffst es gar nicht, SD2, oder? Nee, du raffst es gar nicht. Ich glaube, anstatt du mich die ganze Zeit blockierst und mal Damage machen würdest, hätten wir alle mehr davon. Hätten wir alle mehr davon. Also du bist ja echt mir ein richtiger Dulli bist du. Ja, er gibt mir. So. Jetzt was macht also der ST2? Da muss ich ja wirklich sagen, du. Das tut einem ja schon echt weh. Und allein ist auch ins Wasser geflogen. Okay. Also, das Spiel verändert sich komplett nach unten hier auf Brawl-Situationen. Finde ich jetzt ja erstmal nicht prinzipiell so schlimm. Stark, ST2, du bist der Hammer, du. Bleib stehen, M1. Hey, hey. So, jetzt. Die Dinger können wir nicht benutzen. Doch, wir können sie benutzen. Sehr schön. Warte mal. Legen, wo wir sie benutzen für. Oh oh. Der wird mir auch auf den Deckel schießen, ja. Weil ich zurückgefahren bin, er sieht natürlich früher meine Cupola oberen Bereich, holzt mir durch. Ja, close Runde, hätten wir vielleicht noch was machen können, aber der Hori sagt sich, nee, er wartet lieber hinten. So, Event haben wir gesehen, ist schön hier reingehüpft, der Tanker, und auf der anderen Seite fällt die Brücke ein. Ja, gucken wir nochmal, ob wir das nochmal drauf kriegen. So, jetzt haben wir hier die Events, wir gucken mal drauf, hier ist, müsste Arti-Beschuss jetzt kommen. Und jetzt nichts Wildes, schauen wir mal. Genau. Ah, die Häuser hier stützen ein bisschen an. Und wir bekommen hier links und rechts Cover. Okay. Das ist, was sich ändert. So, ich würde aber sagen, wir können jetzt mal langsam hier was machen. In der Stadt wird ein neuer Weg geschaffen, tatsächlich. Das ist sehr cool. Reload. So, da unten in der Stadt passiert nämlich jetzt Folgendes. Da werden nämlich zwei weitere Events unten stattfinden, dass sich dort praktisch ein Gang jeweils entwickelt. Das ist ziemlich cool. Genau, Artilleriebeschuss. Jetzt geht da was kaputt. Sachen fallen hier auf die Straße. Seht das ja schon. Und da haben wir auch wieder diese Dinger, die wir schieben können. Wir nehmen eins mit. Guck mal. Oh, Alter, wir werden instant super langsam. Das mal, wenn richtig langsam. Dadurch können wir natürlich auch teilweise jetzt in der Fahrt schießen oder ganz kurz noch stehen bleiben. So, wir wollen jetzt ja mal testen. Ich teste das jetzt einfach mal. Wie viel Schuss geht's kaputt? 1, 2, 3, 4. Okay, mit 4 Schuss kriegen wir es kaputt. Alles klar. So, jetzt machen wir auch eine Rotation. Da seht ihr schon, wie die praktisch alle hier in der Mitte stehen. Ich mache eine Rotation, komme jetzt von hinten. Es bringt jetzt nichts, hier frontal mit der Wedge rein zu jucken. Ich glaube, wir werden uns auch erstmal den Hori holen. So, ich bin jetzt offen. Oder komm, wir holen uns den E3. Oh, klick. So, der Hori fährt oben zum Eber. Dann schauen wir uns doch mal das jetzt hier unten an, was hier passiert ist. Genug HP haben wir. Genau, so. Und jetzt sehen wir hier, wir können hier richtig prima durchfahren. So. Nach oben, nach unten, das ist schon eine krasse Map-Änderung, ja. Muss man ganz klar sagen. Also, hier kann man jetzt komplett durchfahren bis hierhin. Und auf der anderen Seite halt theoretisch genauso noch weiter, ja. Und hier sehen wir halt auch, dass es schon komplizierter wird für viele, weil jetzt haben wir auch noch hier diese Boxen jetzt hier im Weg, die teilweise noch Cover spenden, wo keiner mit rechnen kann, ob da jetzt so eine Box ist oder nicht. Finde ich schon krass. Auch jetzt hier drüben so, ja, dass man komplett durchfahren kann. Also es wird auf jeden Fall komplizierter dadurch für viele.
die jetzt teilweise eh schon überfordert sind mit der ganzen Gesamtsituation. Und jetzt kommt noch hier sowas dazu. Map-Änderung nach 5 Minuten, zack, passiert ein Event. Ich meine, für Spieler, die das schon die ganze Zeit spielen, cool. Aber, naja, für die Neuanfänger, die jetzt gerade erstmal anfangen, die Karten zu lernen, die sich Schusskanäle lernen, Maps lernen etc., es ist schon echt tricky, muss man mal ganz klar sagen. Ja? Und nicht einfach, da jetzt mitzuhalten. Ja, jetzt haben wir noch auf Proko, haben wir noch was Cooles und schauen wir uns auch noch an. So, die erste Neuerung haben wir schon mal hier. Wir haben keine Züge mehr irgendwo hier drauf. Oh oh. Sondern wir haben jetzt gleich einen Zug, der beim ersten Event hier rein scheppert. Das kommt auch relativ zeitnah. Wir gucken uns das mal hier in geilen Position an. Warte mal, wir suchen jetzt uns so eine Position. Hier ist gut, denke ich. So, da kommt der Zug hin. Ich habe auch schon ein Experiment gemacht, mich da vorgestellt. Du wirst eiskalt einfach mitgeschoben und kriegst da jetzt erstmal keinen Damage. So, gleich geht hier vorne das Event auf, wenn er, glaube ich, ungefähr hier ist. So, und der Zug fährt jetzt einfach gnadenlos hier durch. Wir haben hier links auch keine Waggons mehr drauf. So, sollte das Event jetzt gleich aufgehen. Hier hatte ich gesagt, ich glaube hier. Oh, unlucky. Mal wegfahren. Eieieiei. Jetzt geht das Event auf. Achtung, bleib jetzt mal in der Nähe hier. So, seht, jetzt kann man den Zug hier mal angucken. Da kommt der Zug, entgleist und fährt hier rein und crasht sozusagen alles. So, und jetzt kommen die Artilleriebeschüsse, die den Zug entgleisen lässt. Zug fährt hier rein. Und schafft neue Deckung und diese Deckung zieht weiter bis hier in die Mitte. So sieht das neue Event sozusagen aus. Die bleiben jetzt hier stehen. Genau, jetzt hat man wieder ein bisschen Deckung hier in der Mitte. Und kann wieder ein bisschen besser spielen. So, jetzt gehen wir aber mal einmal hier durch. Und jetzt kommen gleich hier die nächsten Events. Hier oben kommt schon wieder ein Event. Da ist das Flugzeug hier. Passt auf, Achtung. Kommt jetzt hier an. Und scheppert komplett hier oben rein. Passt auf, was passiert. Achtung. Der 113er steht draußen. Upp. Und schiebt hier durch. So, das war das Event. So, jetzt kommen die nächsten zwei, drei Events hier hinten. Gehen wir auf die andere Seite, gucken uns das da mal an. Aber erstmal müssen wir den mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob die anderen zwei Events schon durch sind. Aber eigentlich sollten die jetzt erst noch kommen, oder? Wir gucken mal. Da kommen die Events, okay. Dann bleiben wir mal hier stehen, um das genau uns anzugucken. Sind wieder Flugzeuge, als kleiner Spoiler, die beiden hier. Glaube ich, oder? Ne, da kommen sie. Da sind die zwei Flugzeuge, die kommen. Wuff. Und? Scheppern hier rein. Gut. Und können wir den Eber, den 50 Metern hier nicht beschießen? Genau, immer drauf. So, wir gehen jetzt einfach mal hier Gas. Spotten die alle. Also die beiden müssten doch hier schon lang sterben. Hallo. Hallo. Und ready. Nicht zu hoch. Einen hat er noch. Nee, ist leer. Oh oh. Und rennen. So. Schnell mal ein bisschen Spot geholt. Wie die Eberling gern mag.
Ja, 4 Kills, 1,5 Damage, knapp 8000 Spot. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen mehr Spot gemacht, was uns jetzt nicht angerechnet wurde. Aber das waren jetzt erstmal alle Events auf Proko, die es so gibt. Flugzeuge, Bahn etc. Keine Waggons mehr. Also hat sich schon einiges geändert, was jetzt hier passiert. Aber ich finde prinzipiell klar, man hat Deckung, aber jetzt nicht unbedingt so krass. Okay, wir haben 9000 Spot, okay. Genau, also wir haben jetzt knapp 9000 Spot, 11 Fahrzeuge entdeckt, also eine super starke Runde abgeliefert jetzt hier nebenbei. Obwohl wir, guck mal, wir haben ja eigentlich die Hälfte der Runde damit verbracht, uns die Events anzugucken und nur am Ende dann ein bisschen Markhut gespielt, aber lustig. Ja. Das so viel zu Proko. So, jetzt gucken wir uns mal das Himmelsdorf-Event von oben an, was hier oben passiert von der Seite. Und fahren einfach auch mal knallhart da runter und gucken uns das mal an. Wie gesagt, hier drüben fährt ja auch ein Zug durch. Also hier passiert einiges auf der Karte. An Änderungen sozusagen. Ich will jetzt am Anfang eigentlich nur nicht gerackt werden von so vielen FVs, die es hier gibt. So, da kommt das erste Event jetzt. Achtung, Gas, 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 Gas. Und gucken jetzt mal hier rein. Den wollen wir erstmal ganz schnell klippen. So, da stürzt es ab, das Zeppelin. Ah, hier gibt Östay. Ne, wir sind. Oh. Hat geschossen. Gehen wir mal auf Heat. So, jetzt können wir uns gleich das mal hier angucken, was jetzt hier geht oder was auch nicht geht, wenn wir die jetzt rausgearbeitet haben. Dauert einen kleinen Moment. Und die Jagd, die Huri kommen, E50 steht... Wo steht denn E50, hä? Das ist das das Problem an dieser Sache ist natürlich jetzt folgendes. Hier oben geht übelst Party ab. Der ist oben. 10 Sekunden, jetzt kommt auch ein bisschen was nach. 5 Sekunden, okay. So, dahinter steht noch der FV. Sobald der FV geschossen hat, roger ich den 50B. Und, uff, happy birthday, du. Ah, komm, wir nehmen erst den FV. Hast du noch Schüsse? Du hast keine Schüsse mehr. Genau, komm ruhig. Ich habe hier hoffentlich Backup hinter mir. Ja, ich habe Backup hinter mir. 2 werde ich noch fressen. 1 noch, denke ich. Ja, 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 ich fahre doch zurück. Gut. Okay. Ich will jetzt diesen Weg hier gleich mal... Ach, du Alarm. Den muss ich mich auch noch kümmern. Hilfe. Ist noch ein FV hier. Oh, oh. Gerade so ein bisschen schwierig. Ich müsste wissen, wo der FV ist. Da unten ist der FV. Okay. Da kommt er. Und der juckt da runter, oder? Genau, der fährt da runter. Was habe ich hier? 57er, der One-Shot ist. Okay. Jagd, du darfst jetzt keinen Mist machen. Jagd, keinen Mist machen. Fuck. Er ist tot. Okay, ich muss jetzt bei meinem Jagd hier bleiben. Oder? Ja, ich will mir das eigentlich mal schnell angucken. Bumm, bumm, bumm. Okay, oben ist er. Oben ist er. Nicht schlimm. So. Der Amix ist da. Hat geschossen. Okay. Der kommt jetzt zu mir gefahren. Das heißt, ich fahre jetzt hier weg. Kann jetzt doch leider nicht so runterfahren, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich komme jetzt hier halt weg. Ist ja immerhin auch mal was, gell? So, der wird mir nachjagen. Okay, interessant. Okay. Oh, das wird schwierig, die Runde. Was machen wir? Ist der Kranwagen AFK? Könnte AFK sein. Hat noch keinen Kill. Oh Mann, der 57er können natürlich jetzt erstmal irgendwo hier unten raus scheppern. Ist ja erstmal ready. Yo, Lenny, moin! Ja, kurz erstmal. Schock und Überraschung. Vielen lieben Dank für deinen Raid und dir und euch ein herzlich willkommen an die Batzen Gang. Moin moin. Sind gerade am Testserver und schauen uns die ganzen neuen Events nochmal ganz im Detail an sozusagen. Oh, oh. Schade.
Da haben wir es verkackt. Ja, der gut gemachte 57er. Ich habe hier unten die Gasse abgecheckt. Er ist dann wahrscheinlich in dem Moment gerade hier um die Ecke gebogen. Kam von hinten. Vielen lieben Dank, Lenny. Herzlich willkommen. Moin, moin. Wir wollen jetzt erstmal einfach ein bisschen Damage hier. Wie gesagt, CS und M5Y sind unspotted. Und natürlich jetzt hier perfekt stehen, solange wir jetzt hier nicht irgendwie überrascht werden. Wobei ich bin aufgegangen. Ne, Event findet noch nicht statt, so dann können wir noch ein bisschen Schaden machen hier. So, jetzt das hintere Event startet jetzt, da kommt der Öltanker rein. So, nur noch der CS ist unspotted. Den wollen wir nehmen, weil die von unten den nicht pennen können. Junge, was ist denn das für ein Flitzer, du? Oh, da haben wir den CS. Seht ihr den vor uns auf der Karte? Ich geb. Genau, immer dem geben, der geblockt wird, da wird er ein bisschen aggressiv vielleicht. Ist immer ganz lustig. So, Achtung, Event geht los, Freunde. Dauert noch einen kleinen Moment, vielleicht kriegen wir noch einen Schuss in der Zeit hin. Schwuck. Oh, sogar noch ein zweiter ist vielleicht drin. So, da. Bomber, zack, Brücke stürzt ein, that's it so, ja. Das heißt, der untere Weg ist ein bisschen versperrt, aber kann links und rechts durchfahren. Das ist so das primäre Event, was hier stattfindet, ja. So, jetzt holen wir uns ganz schnell hier den CS. Oh, wir sind schon bei 4000 Schaden, haben eigentlich noch keine, nicht einen einzigen HP verloren. Das ist gut. Komm, wir holen uns den CS. Los geht's. So, schön den Dauertrack. So, der ist wichtig, der war wichtig. Im besten Fall hat er keinen Repair. Wir haben einfach an den Eiern auf gut Deutsch. Ja, er hat keinen Repair. Jetzt geben wir immer ein kurz bisschen Haldorn, fahren hoch, geben ihm und wieder safe. Seht ihr das? Wir können perfekt Haldorn spielen. Ein bisschen vorfahren, sehen ihn wieder. Okay, top. Alles in Ordnung. Ist One-Shot, ist top. So, jetzt können wir den Kranwagen noch befeuern. Eieiei, also das ist auch eine richtige Intense-Runde hier, du. Mit 6-2... Hat sich mal ausgezahlt, mal nicht mit dem Mainstream mitzufahren. CB haben wir oben. Ja. Ah, jetzt hat er mich aber geflaxt, du, mit seinem Vor- und Zurückfahren, du. Und Chaka. Ja, ich würde jetzt mal sagen, haben die Runde leicht gecarried, Freunde. Mit AP, ne. Ja. Zwar nur ein Kill, aber die Runde... Gut mitgenommen. Nee, das war gut. Schön gespielt. War aber jetzt auch nicht viel Skill, den wir da jetzt gebraucht haben auf gut Deutsch. Wir mussten halt darauf achten, dass der CS und der M5Y, wo die sind, wussten dann irgendwann, dass der CS bei uns ist, der M5Y nicht, weil er gespottet wurde auf der anderen Seite. Und dann konnten wir das eigentlich ganz gut machen, im Großen und Ganzen. Ja, nochmal hier ist der kurze Überblick. Es gibt 4 Karten, wo aktuell Events passieren. Wir haben einmal hier den Tanker, der reinfährt, der die Brücke kaputt macht. Das ist der, genau. Dann haben wir Ruinenberg. Unten in der Stadt, wo die neuen Wege geschaffen werden, haben wir uns angeguckt. Auf der anderen Seite natürlich auch. Dann haben wir hier diese Möglichkeit durchzufahren. Richtig. Und oben kommen, wie gesagt, noch so ein paar Hügel dazu, etc. Prokhorovka haben wir auf der Außenlinie, da wo immer gekämpft wird, diese zwei Animationen, beziehungsweise die zwei Events, die kommen mit den Flugzeugen, die dann Deckung bieten. Genau, die liegen dann hier drauf sozusagen. Haben wir jetzt mal ordentliche Qualität? Nee, alles so gepixelt. Die liegen dann hier praktisch hier so drin. Kommen angeflogen, genau. Oben drauf aber auch. Das heißt also, wenn wir Fahrzeuge dort drin haben, die können am Anfang nicht so ganz so gut da oben drin stehen, auf dem Hügel, auf Broko. Ja, Himmelsdorf haben wir einmal den Zug, der hier ankommt, der ein bisschen was anstellt, entgleist und Deckung bietet. Aber das Major-Event eigentlich auf Himmelsdorf, ist das Zeppelin, was abstürzt, und das haben sie jetzt hier gar nicht so rausgehighlightet. Genau, dann haben wir die dynamische Deckung, die haben wir uns auch angeguckt. Mit der Badjet brauchen wir 4 Schüsse, bis die hier kaputt geht. Was wir noch rausfinden müssen, ob das an Damage liegt oder an Schüssen praktisch. Ob 1600 Schaden abgehalten werden kann oder wenn ein FV darauf schießt, dass das Ding sofort kaputt geht, etc. Ja, das ist so die Events, die so laufen, die so passieren. Aktuell, ja, sind es nur diese 4 Karten. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt.